Eskaliert die Lage im Nahen Osten weiter? Das ist jetzt eines unserer Themen. Und damit herzlich willkommen bei Newstime. Die Spannungen im Nahen Osten erreichen einen neuen Höhepunkt. Nachdem es einen mutmaßlichen Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Damaskus gegeben haben soll, verschärft sich die Lage. US-Präsident Biden erwartet einen baldigen Vergeltungsschlag des Irans auf Israel. Das Auswärtige Amt hat Deutsche in der Islamischen Republik aufgefordert, das Land zu verlassen. Ein deutliches Signal der Besorgnis. Adrian Kriesch bringt uns auf den neuesten Stand. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute für einen dreitägigen Staatsbesuch nach China. Es ist die längste Auslandsreise seiner bisherigen Amtszeit. Es ist ein Wendepunkt in der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Eine Regierungskommission legt am Montag einen Bericht vor, der eine Legalisierung bis zur 12. Woche vorschlägt. Ein möglicher Durchbruch für Frauenrechte. Aber die Meinungen sind geteilt. Während Befürworter von einem Meilenstein sprechen, sehen Kritiker darin einen ethisch bedenklichen Schritt. Die Diskussion ist entflammt, das Thema polarisiert. Lea Freist mit Pro- und Kontrastimmen. Friedliche Samstag-Einkäufe in Sydney endeten in einem Horrorszenario. Ein Angreifer stürmte in ein Shoppingzentrum und stach wahllos auf Besucher ein. Mindestens 6 Menschen sterben. Die Polizei, schnell am Ort des Geschehens, sah sich gezwungen, den Täter zu stoppen. Er überlebte nicht. Zurückbleiben viele Fragen. Vor allem, was trieb den Mann zu dieser Tat? Lukas Ferring mit einem Überblick. Bei einem Seilbahnunglück in der türkischen Stadt Antalya ist ein Mensch ums Leben gekommen. 10 weitere wurden verletzt. Stellen Sie sich vor, Ihr Fitnesscoach schläft nie, isst nie und ist immer motiviert. Das ist kein Traum, sondern Hightech-Realität. Smartwatches und Apps haben die traditionellen Trainingsmethoden auf den Kopf gestellt. Sie messen nicht nur Körperwerte, sondern feuern an wie persönliche Cheerleader. Auf der größten Fitnessmesse in Köln erleben Besucher, wie künstliche Intelligenz zum Sportkameraden wird. Lena Hornstein mit den Bildern. Und hier noch der Blick auf die Ergebnisse der Samstagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Das war's soweit von uns. Wo es morgen wieder Sonne gibt, das erzählt uns Georg Haase im Anschluss. Ihnen und euch einen schönen Abend und tschüss.